die Berlinale ist vorbei, wir sind auch völlig am Ende, aber bevor hier alles geschlossen wird und alles dicht gemacht wird, müssen wir euch noch 9 Filme empfehlen, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, die hier auf der Berlinale liefen, hoffentlich ins Kino kommen und die ihr definitiv gesehen haben müsst. Der Film, den man meiner Meinung nach gesehen haben muss, alleine um sich eine Meinung zu ihm zu bilden, ist Utoya, 22. Juli von Erik Poppe, der einen mitnimmt in den Angriff auf die Insel Utoya und das Ganze aus der Perspektive der Opfer erleben lässt. Mein erster Favorit ist SPK-Komplex von Gerd Kroske, ein Film über das sozialistische Patientenkollektiv, bei dem viele Mitglieder irgendwann in die RAF abgeglitten sind. Ein unglaublich toller zeitgenössischer Doku-Thriller. Aga spielt irgendwo in Jakutien im ewigen Eis, was so ewig nicht mehr ist. Und das merkt auch das Pärchen Nanook und Sedna, die dort leben, und zwar auf die alte Art und Weise. Sie sind die Letzten ihrer Art, sogar ihre Kinder sind schon weggegangen. Und dieser Film zeigt nicht nur ihr hartes Leben und ihre Sehnsucht nach früher, wo es noch Rentiere gab, wo es noch ein ganzes Dorf gab, wo sie nicht allein waren, sondern zeigt auch, was uns hier verloren geht mit diesen letzten Zweien, die dort im Eis leben. Es gibt 2 gute Gründe, sich In den Gängen von Thomas Stuber anzugucken. Das eine ist ein wunderschönes Gabelstapler-Ballett am Anfang und der zweite ist natürlich Peter Kurt, der es immer wieder schafft, mir mein Herz zu brechen. Ein weiterer Film, der mir sehr gut gefallen hat, ist 3 Tage in Quiberon von Emily Atef. Eine Episode aus der bewegten Biografie von Romy Schneider, die von der hinreisenden Marie Bäumer gespielt wird. Ein Film über gebrochene Stars und ja, über das Schauspiel und die Inszenierung und den Journalismus. Und der wohl schönste Film der diesjährigen Berlinale war Becoming Astrid von Pernille Fischer-Christensen, der wahrscheinlich erst im Dezember hier ins Kino kommt und von den Jugendjahren von Astrid Lindgren erzählt. Und man muss sagen, ich wusste vorher nicht, dass die schwedische Schriftstellerin schon sehr, sehr früh ein Kind bekommen hat, und zwar von dem Vater ihrer besten Freundin. Und dann gab es dann noch L'Animale von Katharina Mückstein, eine hinreißende Coming-of-Age-Geschichte in der österreichischen Provinz, getragen von einer wundervollen Hauptdarstellerin Sophie Stockinger und mit Bildern, die ich so schon lange nicht mehr im Kino gesehen habe. Touch Me Not ist ein unglaublich außergewöhnlicher Film. Er zeigt Körper, die man im Kino sonst nie sieht. Er redet über Sexualitäten, von denen man sonst nichts zu hören bekommt. Und gleichzeitig versucht er das in einem wunderbaren Hybrid zu machen. Teil davon ist fiktiv, Teil ist dokumentarisch. Ein Teil entwickelt sich aus Performances, die sogar mit der Regisseurin selbst im Bild zusammengeführt werden zu etwas, was nichts anderes ist als eine wunderbare Selbsterfahrung fürs Publikum und auch für die Leute, die an diesem Film beteiligt sind. In Transit verbindet Christian Petzold 2 Fluchtbewegungen, die die letzten Jahrzehnte in Europa sehr geprägt haben. Einmal die Flucht vor den Nationalsozialisten, die auch in dem gleichnamigen Roman von Anna Segers behandelt wird, und die heutige Krise der Geflüchteten, wie man sie auch nennen könnte. Und er schafft damit einen Film, der von Flucht als universelles und sehr zeitloses Thema erzählt. Und das ist gleichermaßen nachdenklich stimmend wie ein wenig traurig.